Dieses Video endet erst, wenn ich ein 100%iges IV-Pokémon bekomme. Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht, gewohnte oder ungewohnte Location. Ich bin zu Hause. Wir machen heute eine richtig geile Folge. Wir tauschen so lange in Pokémon, bis einer von uns einen 100er bekommt. Mit dabei ist auch meine Freundin, die ist jetzt gerade hinter der Kamera. Ihr seht jetzt meine Sicht eingeblendet. Ziel ist natürlich für mich, dass ich eins bekomme. Wenn meine Freundin eins bekommt, sei es ihr gegönnt. Ich habe auf jeden Fall eine gute Geheimwaffe, womit wir das eventuellerweise ganz gut schaffen. Es sind ganz viele sehr alte Pokémon, die sind auch alle getaggt mit dem Tag 2016. Ich werde jetzt nicht alle davon vertraden. Ich meine, wenn wir so ein 2017er Pokémon nehmen, dann müsste das ja eigentlich auch geboostet sein, die Chance auf ein Lucky Pokémon. Aber rein theoretisch habe ich noch 145 und ja, wir haben in letzter Zeit viele Raids gemacht, viel gesammelt, viele Shinies auch bekommen, auch vom GoFest, und ich glaube, da können wir echt einige coole Dinge tauschen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Achso, nee, davor. Ihr seht es nur als Beweis, wie viele Hunderter habe ich. Es sind 14. Und gefühlt habe ich irgendwie mal welche verschickt. Also ich glaube, das waren schon mal mehr. Ich weiß zwar nicht, welches. Ich vermisse jetzt keines aktiv. Aber ich habe letztens über 2500 Pokémon verschickt und habe eigentlich in einem Command gedacht, dass da 4-Sterne-Pokémon ausgeschlossen waren. Ich glaube aber, dass ich verkackt habe. Ich bin mir nicht sicher und ich vermisse keins. Also es ist nicht so schlimm. Und ich habe noch meine zwei Shandus am Start. Ne? Hier das Baby Pantymos, wie auch immer das heißt, und Azuril. Sehr, sehr geil, aber ja, wie dem auch sei. Also auch nochmal hier der eindeutige Beweis. 4 Sterne, es sind genau 14 Pokémon. Und da muss jetzt eines mehr kommen. Und das dann sind wir fertig. Gut, Leute, erster Trade. Elena bekommt von mir ein Frospino. Sie hat noch keins. Ich habe 2, ganz ehrlich. Es ist ein Special Trade, das ist dann auch der einzige. Wobei, ist das? Ja doch, wir machen es einfach. Komm, ich gönne ihr das. Ich meine, kostet jetzt nur 800 Sternenstaub. Und wenn das ein 100er bei ihr wird, dann ist natürlich wirklich Game Over. Ich bin mal sehr gespannt. Wenn dieses Parasect ein 100er ist, ist es nicht lucky. Schade. Aber immerhin 2 Sterne und deins. Und bei Elena ist das leider nicht wirklich besser geworden. Okay, next one. Okay, Leute, zweiter Trade. Mein Yugong ist aus 2016. Also ich gebe jetzt erstmal meine alten und bekomme dann hoffentlich ein paar coole, die auch vielleicht lucky sind. Wir beginnen mit Balgoras. Es ist kein Lucky. Okay, und es hat auch keine 3 Sterne und auch nicht 100%. Okay, einfach direkt weiter. Nächstes Balgoras. Okay, nächster Balgoras Trade. Schauen wir mal, wieder ein 2016er von mir. Ich hoffe, das lohnt sich. Balgoras, ja, könnte schon gut werden. Es ist ein Lucky. Let's go. Sehr, sehr gut. Okay. Oh, okay. Gar nicht mal so übel. Und deins? Okay, kein 100er bei Elena. Bei mir auch kein 100er. Aber auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Balgoras? Lucky? Let's go. Okay. Nächster Balgoras Trade, Leute. Ja, hat jetzt gerade schon ganz gut geklappt. Wenn wir so weitermachen und gleich so ein 100er Balgoras bekommen, das wäre natürlich wirklich, wirklich sehr edel. Kein Lucky. Schade. Hm, 2 Sterne. Okay. Next one. Machen wir direkt nochmal ein Balgoras, würde ich sagen. Und wir müssen jetzt eh mal gucken, wie viele. Ja gut, ich nehme jetzt nicht die ganz Ältesten, die will ich mir noch aufheben, aber machen wir hier weiter. So ein Lasho King ist ja auch was Cooles, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Trade. So aus 2016 gegen ein Balgoras und wir gucken mal, vielleicht haben wir Glück und es ist Lucky. Bitte, 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 komm. Nein, es ist nicht Lucky und das ist auch schlechter als das vorige. Egal, wir machen gleich noch ein Balgoras. Ich glaube, ein paar hat die Elena hier noch, gucken wir mal. Ich gebe dafür ein Arcani aus 2016 aus Slowenien. Auch nicht schlecht, ey. Gutes Teil. Sehr antik, muss man dann auch sagen. Ich will jetzt nicht alle meine 2016er verschwenden, aber so ein paar können wir auf jeden Fall noch machen. So, das ist das nächste Balgoras und es ist Lucky. Huhu, mein Gott, ist das krass. Es ist kein 100er, aber es ist super knapp. Und deins? Okay, ja, ist okay, ist okay. Wow, ich dachte gerade echt schon, das ist ein 100er, aber sehr geil, sehr geil. So, nächster Trade, nochmal Balgoras. Ich gebe dafür ein Porygon 2. Also es sind schon coole Trades jetzt hier, muss man sagen. Auch wenn meines die alten Pokémon sind, die ich jetzt hier gebe. Kann man auf jeden Fall machen. So, let's go. Und der Trade ist im Gange. Come on, gönn, 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 gönn. Bitte, 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 bitte. Oh, es ist lucky, aber ich sehe schon einen WP, das ist kein 100er. Und von Elena auch nicht, aber auch gar nicht so schlecht. Also kann man auf jeden Fall durchaus machen. Next one. Hier, Leute, wir machen Axantor als nächstes. Davon hat Elena auch noch ein paar und wir tauschen gleich. Keine Sorge, jetzt gibt sie dann auch gleich wieder ein paar alte und ich gebe ein paar krasse. Ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal so 4-mal Axantor. Das war leider nichts. Wir gucken natürlich trotzdem. Ja, 1 Stern. Okay, next one. Von mir gibt es ein Tangolos. Also das ist doch auch echt ein cooler Trade, muss man sagen. Kriegen natürlich auch ein paar Tangolos.
Angela Candies dafür. Wunderbar, brauche ich zwar nicht, aber egal. Wir gucken mal, ob das Axanthor jetzt vielleicht gönnt. Come on. Es ist nicht lucky. Ein Stern, okay, next one. Ein Starmie. Junge, das war so krass damals, wie man so ein Starmie entwickelt hat. Mittlerweile auch krass, weil das halt so selten ist, wenn es nicht irgendwie gerade ein Event gibt. Sterndu und so kriegt man jetzt nicht so oft. Aber gut, hoffen wir mal, dass ich dieses Axanthor und dieses Starmie jetzt zu einem Lucky, nee, zwei Sterne, naja, okay. Okay, Leute, jetzt drehen wir den Spieß um, jetzt gebe ich mal ein paar coole Pokémon. Muss ja auch ausgeglichen sein, muss ja auch Spaß machen und fair bleiben. Ganz ehrlich, ja, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn Elena jetzt hier ein 100er bekommt, warum nicht? Es ist ein Lucky, es ist ein Lucky und wow, also meines, Cedraking, gar nicht mal so schlecht geworden. Und das von Elena, auch okay, auch okay. Jetzt sagen wir, machen noch ein Axanthor. Axanthor versus, oder gegen Entoron, ja, schauen wir mal, was wird, was wird. Und es ist Lucky, let's go, komm. Oh, knappe Nummer. Und deines? Ja, leider auch kein 100er. Okay, wir sind noch nicht fertig mit dem Video, Leute. Wir nähern uns dem Ziel, aber es ist auch echt sehr, sehr unwahrscheinlich, muss man sagen. Selbst wenn es Lucky ist, heißt es jetzt nicht irgendwie, dass jedes 10. ein 100er ist. Absolut gar nicht. Also, wenn man Pech hat, dann können wir hier auch 500 Pokémon traden und da ist kein 100er dabei. Hoffen wir natürlich nicht. Aber gut, es geht weiter. Ich kann noch ein paar Axanthors geben und dann drehen wir den Spieß nochmal um und gucken mal. Aber ganz ehrlich, wenn dieses Gravel-Wirkel-Dings, wie auch immer das heißt, ein 100er ist, sage ich auch nicht nein. Gravums, meine ich ja. So, okay, es ist nicht Lucky und ein Stern, schade. Okay, nach Tara versus Axanthor. Nach Tara auch nicht verkehrt. Das ist jetzt aus 2018. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob man jetzt auch bei einem 2018er diese erhöhte Lucky-Chance hat. Ich weiß es nicht. Also bis jetzt haben wir nicht so viel Glück. Das war jetzt wieder nichts. Wir machen trotzdem einfach mal weiter. Elena hat eh nicht noch ältere. Also die sind leider schon alle weg. Ich war halt schlau. Ich habe mir die aufgehoben, weil ich wusste, die sind cool, die antiken Dinger. Und ich werde mir auf jeden Fall noch so 10 oder so aufheben, die ich einfach nie löschen werde. Vor allem mein erstes, was registriert wurde, irgendwie 2016 im Sommer. Das bleibt auf jeden Fall drin. So, Geradax, das ist leider nix. Voltenso versus Axanthor, let's go. Ja, ich brauche die Axanthors eh nicht. Ich habe ein gutes, das ist auf 98% IV. Die anderen brauche ich nicht. Glücks-Pokémon. Oh, ist das knapp. Oh mein Gott. Und bei dir? Alter, ist das knapp. Okay, es ist kein 100er. Sonst, wäre das Video jetzt auch schon vorbei. Aber wow, Voltenso auch sehr gut geworden. Wir machen weiter mit dem nächsten Axanthor. Axanthor gegen ein Hubbelup. Ja, wenn das jetzt ein 100er wird, gibt schon bessere Pokémon, die man hier als 100er haben kann. Aber es ist nicht mal lucky. Also ich mache mir da keine Hoffnungen. Zwei Sterne, nö. Das ist leider nichts. Wir machen noch einen Axanthor und dann tauschen wir wieder. Dann kriege ich wieder die krassen und Elena, ja, gibt die krassen und kriegt keine krassen. So, ja, macht Sinn. Let's go. Nächstes Axanthor gegen Elektroball. Und komm, 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 komm. Ach, man kann die Animation, nee, kann man eh nicht skippen. Okay, ich dachte, leider nicht. Okay. So, ein Knogger versus Amarino. Wenn das natürlich ein 100er wird, dann ist das sehr, 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 sehr krass. Und ich frage mich auch echt, wann wir endlich mal Lucky Friends werden für einen garantierten Lucky Trade. Weil da können wir dann natürlich ein richtig geiles Shiny Legendary oder so traden. Oh, es ist sogar Lucky geworden. Gar nicht mal so übel. Hier leider aber auch kein 100er. Leute, das muss jetzt gleich mal kommen hier. Amarino, ja, okay. Könnte theoretisch Sinn machen, das zu entwickeln. Deswegen entwickle ich das jetzt einfach mal straight. Wir haben ja gerade Nacht, also das funktioniert und dann haben wir ein Ding hier, was gar nicht mal so übel ist. Kann man machen. 15, 15, 13 war das, glaube ich. Let's go. Amagarga. So, ich gebe ein Stalos, auch sehr selten eigentlich dann. Ja gut, kann man einfach entwickeln mit Onyx und diesem Stein, ne? Aber egal. Früher war das auch noch sehr, sehr krass, muss man sagen. Ich krieg noch mal ein Amarino aus London. Okay, ist ein guter Trade. Amarino, auch ein geiles Pokémon, muss man sagen. Bitte, bitte gönn jetzt. 580 hatte das gerade. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, aber ja, das ist vergleichbar. Das war nämlich jetzt leider super schlecht. Egal, wir machen weiter. Nächstes Teil. Milza versus Kikli. Ja, Milza wäre schon sehr geil als 100er Lucky. Zumal man das auch entwickeln kann. Also, ja, ich glaube, ich würde mich jetzt nicht über jedes Pokémon freuen, aber über Milza würde ich mich schon gerade sehr, sehr, sehr freuen. Wir machen noch eins gleich. Ich hoffe, Elena hat hier noch ein paar auf Lager. Ich habe auf jeden Fall noch genug 2016er. Es gibt jetzt mal von mir ein Dicktree aus Düsseldorf. Aus 2016. Das ist so krass, wie alt die Dinger sind. Das sind halt einfach fast 10. Nee. 8. 7 Jahre. Egal. Fast 8 Jahre. Es ist Lucky. Oh, es ist gar nicht so schlecht. Hier leider auch kein 100er. Hier von mir gibt es ein Seemon.
Simon aus Graz gegen einen Milzer aus Graz. Ja, Simon ist auch aus 2016 wieder, also erhöhte Lucky Chance ist am Start. Let's go, wir confirmen und der Trade ist im Gange, Leute. Wir machen jetzt ein No-Lucky. No-Lucky-Lucky. So, ich lasse mich hier nicht spoilern. Vielleicht ist es Lucky, vielleicht nicht. Ich mache jetzt die Augen auf in 3, 2, 1 und es ist nicht Lucky. Oh Mann. Und ja, 2 Sterne. Nudelluff versus Molunk. Männlich kann man eh nicht entwickeln, aber schadet, glaube ich, nicht, wenn man davon 100 hat. Das wäre schon auch sehr, 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 sehr nice. Gucken wir mal, was passiert. Come on, bitte, 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 bitte. Ah, scheiße. Ja, das ist leider nichts. Okay. Okay, Pam Pam habe ich jetzt hier gerade bekommen und das ist leider schlechter geworden. 2 Sterne. Naja, okay. Wir machen Bisaflor versus Viscora. Ich glaube, das ist auch ein fairer Trade eigentlich. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier reinlacken. Das wäre natürlich sehr, 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 sehr nice. Come on, bitte, bitte, bitte. Ah, leider nicht. Okay. Okay, Leute. Cognodon versus Dodri. Also, wenn das jetzt ein 100er wird, das wäre schon sehr, 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 sehr lecker. Wir gucken mal. Trade ist im Gange. Beide mit einem Pokéball gefangen. Das ist ja wirklich optimal. Es ist kein 100er. Nee. Okay, Leute. Next one. Kindwurm. Ja. Das wäre natürlich auch sehr, 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 sehr lecker, wenn das ein 100er wird. Come on. Also, bitte gönn. 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 Es ist Lucky. Let's go. Oh, ist das schon wieder knapp, ey. Nein. Und das auch echt nicht schlecht geworden. Wow. Fast ein 100er bei mir. Auch fast. 12, 15, 15. Ärgerlich, aber trotzdem cooles Teil. Okay, Leute. Nächstes Kindwurm. Come on. Gegen einen Vulnona. Auch nicht schlecht. Und es ist nicht Lucky, aber es kann halt trotzdem... Oha, es hat trotzdem 3 Sterne. 15. 8, 15. Das ist ein Random. Kann halt trotzdem eben ein 100er werden. Selbst wenn es nicht Lucky ist, soweit ich weiß. Also, ja, bin da nicht so ganz voreingenommen. Aber gut, next one. Kommt zwar eigentlich ein gutes, aber ganz ehrlich, mit dem fange ich eh nichts an. 15, 12, 15, 15. Vielleicht bringt das ja Luck. Es ist alt und es war auch sehr gut von den IVs. Und das bringt jetzt Luck, weil das ist jetzt... Yes! Es ist so knapp schon wieder. Das gibt's doch nicht. Und das ist einfach tatsächlich besser geworden. Das ist ja krass. Wow, okay. Also auch nicht schlechtes Kindwurm. Ich markiere mir das mal. Nächstes Kindwurm versus Sarzenia. Ja, aus 2016. Wow, das war auch noch cool damals. Ich glaube, es ist heute auch noch cool, aber naja. Ah, 0 Sterne. Wow. Okay, Leute, nächster Trade. Pinsir gegen Kindwurm. Ja, vielleicht haben wir jetzt hier Luck. Komm schon. Das wäre zu cool. Komm. Ein Kindwurm als 100er wäre schon sehr geil. 2 Sterne. Schade. So, das ist auch gar nicht so schlecht hier, das Kadabra oder Simsala. Wie heißt es? Simsala, glaube ich. Aber gut. Kann auf jeden Fall auch ein bisschen besser werden. Ja, Kindwurm. Oh, 3 Sterne. Nicht Lucky, aber nah dran. Okay, Kikli versus Riolu. Riolu als 100er wäre sehr, 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 sehr gut. Also drückt mir bitte die Daumen, dass das jetzt hier was wird. Es ist kein Lucky One. Oh Mann, 1 Stern. Und direkt das nächste. Pixie versus Riolu. Auch aus 2016 wieder mal, sei hier angemerkt. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, hier die ganzen 2016er jetzt schon zu wasten für ein Riolu. Wobei ein Riolu halt schon sehr geil wäre. Also wir machen direkt das nächste. Hier, Leute, ein Tauboss aus 2016. Ja, tauschen vorübergehend. Oh, okay, nee, hat geklappt. Gegen ein Riolu. Und das Riolu ist nicht Lucky, aber könnte besser sein, um ehrlich zu sein. Ja, 1 Stern, so viel dazu. So, ich gebe jetzt ein Turtok aus 2016. Das ist schon ein geiles Teil, muss man sagen. Irgendwie hätte ich das vielleicht doch nicht hergeben sollen. Egal, jetzt ist es so. Vielleicht bringt es Luck. Vielleicht ist das jetzt hier... Nee, nee, 1 Stern, okay. Ein Lamus. Lamus? Lamus aus 2016. Come on, bitte. Bitte, bitte, bitte. Das ist es jetzt. Das jetzt als 100er, das Riolu. Das wäre schön. Komm, 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 komm. Lucky, bitte, Lucky, bitte, Lucky, bitte, Lucky. Nicht Lucky und kein 100er. 1 Stern schon wieder. Mann, so, ich gebe ein Aquana aus 2016 mit um die 2500 WP hatte das, glaube ich. Sehr, 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 sehr krass. Auch ein gutes Ding gegen ein weiteres Riolu. Schauen wir mal, ob das was wird. Es ist schon wieder so schlecht, ne? Digga, also wirklich. So, jetzt gibt es hier ein Dicktree. Und ich glaube, die WP-Angabe da oben sagt ja schon, wann es ein 100er ist. Also in dem Fall bei 567. Ich hatte jetzt immer 509, 520 so roundabout. Und das sind wohl alle die Riolus aus dem Hatch-Day. Oh, oh, das ist knapp. 552 Lucky. Das Dicktree hat es leider auch nicht ganz geschafft. Aber wir kommen der Sache wieder näher. Das war mal wieder ein Lucky One. Sehr cool. Dann
dann nochmal und das brauchst schon wieder 567. Also es sind echt alles die Riolos aus den Eiern. Ne, da hat sie echt auf jeden Fall ein paar bekommen, hier merke ich gerade. Und vielleicht bringt das jetzt Luck. Und es bringt keinen Luck, brauchen wir gar nicht checken. 531 ist leider nicht mal ansatzweise. Wir machen noch einen letzten Tausch mit Riolu und dann wechseln wir uns mal wieder ab. Dann gibt es von mir wieder ein paar coole und von Elena ein paar ältere. Smetbo aus 216 wieder aus Graz versus Riolu. Let's go. 567, bitte, 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 bitte. Drückt mir die Daumen, Leute. Und es hat 533. Naja. So, jetzt gibt's von mir eine Ladung Miniras. Könnte ja klappen, theoretisch. Also wenn das ein 100er bei Elena wird, freue ich mich auch. Also ist ja geil. Und Minun ist ja auch ein cooler Trade hier. Oh, es ist sogar ein Lucky. Ah, ich habe leider nicht geguckt, aber es ist kein 100er. Ah, bei Elena leider auch kein 100er. Okay. So, nächster Tausch, Leute. Ich habe schon wieder ein Miniras gegönnt. Ich krieg dafür einen Valreiser. Sehr cool. Au, 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 au. Oh, okay. Ja, leider aber beide schon wieder keine 100er. Das ist natürlich ärgerlich, aber zwei Luckys hintereinander, das ist gut. Ich frage mich, warum man ein Hut-Hut hat und das aufgehoben hat. Eieiei, das ist ja unangenehm. Naja, gut. Ja, ist leider kein 100er. Schade. Okay, Leute, Rassaf versus Miniras. Ja, also das Rassaf braucht 1438, haben wir gerade gesehen. 1438 und dann wäre es ein 100er. Das wäre auch ein cooles 100er, ne? Würde ich mich jetzt... Ja gut, hat leider nicht drei... Also hat drei Sterne, aber ist nicht 100. Und das von Elena ist leider auch kein 100er. Schade. Ein Radikal. Ja, 1236 braucht das. Okay. Oh, es ist lucky. Aber ja, kein 100er. Das haben wir jetzt schon erkannt. Und das Miniras von Elena leider auch kein 100er. Ärgerlich. Okay, nächstes Miniras. Gucken wir mal, ob das was wird. Krieg hier Papunga. Ist nicht lucky. Okay. So, von mir gibt es jetzt ein paar Tortunatoren. Tortunatoren. Romeo als 100er wäre auch schick, muss man sagen. Ich glaube, Tortunator, da würde ich mich auch sehr freuen, wenn das ein 100er wäre bei mir. Ja, und ich habe nicht geguckt, wie viel wir brauchen. Es ist auch nicht lucky, also sehr unwahrscheinlich. 0 Sterne, perfekt. Nächstes Tortunator gegen Pelipper. Nicht lucky, 151. Ui, 2 Sterne, naja. Okay, nächstes Tortunator wird getradet gegen Lashoking. Lashoking als 100er wäre natürlich nice, ist aber leider nicht mal ansatzweise ein 100er. So, letztes Tortunator dann, was es von mir jetzt gibt. Und dann tauschen wir wieder. Dann drehen wir den Spieß um, dann kriege ich wieder die coolen Dinger, ey. Come on, bitte, gönn. Ich meine, Liebeskuss wäre auch nicht schlecht. Es ist lucky. Ganz knappe Nummer. Und bei Elena, ja, ich glaube, die hätte auch schon geschrien, wäre es ein 100er. Es ist leider kein 100er. Ihr seht's, ja. Gut, jetzt traden wir mal eine ganze Ladung Inkognitos. Inkognitos meine ich. Wenn das jetzt ein 100er wird oder eines davon, das wäre natürlich sehr, 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 sehr edel. Weil die Dinger sind auch echt selten, ey. Ah, leider nicht. Zwei Sterne. Next. Okay, ich bekomme noch ein weiteres A. Es braucht 338. Wir merken uns diese WP-Anzahl. Das wird's jetzt. Das wird's jetzt. Einfach Inkognito 100er, ein A. Boah, das wäre ja super geil. Das ist nicht lucky. Ah, gut. Leider nicht. Okay. Von mir gibt es Donner, auch genannt Blitzer. Ich habe es Donner genannt. Und ich bekomme ein I. Ist es ein I oder ein Ausrufezeichen? Was ist es? Wo ist denn der Punkt I? Ja, hast du recht. Es ist ein Ausrufezeichen. Ja, nicht 100. Und ich bekomme ein weiteres Ausrufezeichen. Leute, Ausrufezeichen ist auf jeden Fall auch cool. Wenn das ein 100er ist, so ein Ausrufezeichen 100er, wäre schon lecker. Es ist lucky. 899. Boah, ist das knapp, ey. Das gibt's doch nicht. Und von Elena leider auch kein 100er, aber auch sehr knapp. Okay, ist es ein O? Das ist wahrscheinlich ein O, oder? Ja. O, ja, kann ich irgendwo noch was mit anfangen. O ist okay. Ist okay. Kann man machen. Also wenn das ein 100er ist, sage ich auch nicht, nein, 15 WP. Ja, Digga, das ist es auch, ey. Oh, ein Z oder ein N? Ein N, oder? Was ist es? Ein N? Das ist ein N, glaube ich. Ja, N ist auch cool. Für Nuss zum Beispiel. Okay, 267 WP brauchen wir. Boah, wenn das jetzt ein 100er wird, come on, bitte, 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 bitte. Ah, schade. So, was das jetzt für ein Buchstabe ist, ich habe keine Ahnung. Also, ein Q? Weißt du auch nicht? Okay, naja, also wirklich, was soll denn das sein? 506, ja, ist auch kein 100er. Okay, ein A. Jetzt habe ich nur irgendwie nicht geguckt, wie viel WP ich brauche. Egal. We will see. Come on. Und ja, ui, lucky. Ui, okay, knappe Nummer. Bei Elena auch eine knappe Nummer. Wir bekommen noch ein Ausrufezeichen. 474 braucht das. Come on, bitte, bitte, bitte. Gönn doch jetzt. Bitte, bitte. Also wir trainen hier schon seit einer Stunde, müsst ihr wissen. Das ist echt krass und das ist... Hat 1 Stern, okay, also wirklich, wow. Okay, ich bekomme noch ein O. 267, wir merken uns die Zahl, dann ist es ein 100er. 267, come on. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Also wirklich, komm, gönn. 367, nee, kein 100er, aber 3 Sterne. Ich bekomme noch ein O, diesmal braucht es 302 WP.
bin mal gespannt. Und es hat nicht 302 WP, es hat einen Stern. Ah. Okay, Leute, next one. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel WP das braucht. Egal, ein N. Komm. 48, ein Stern. Naja. Okay, das ist ein... Was ist das für ein Buchstabe? Also wirklich überhaupt keine Ahnung. Es braucht 16 WP, aber mit 16 WP ist jetzt nicht garantiert, dass das ein 100er ist. Gucken wir mal, was wird. Come on, bitte Lucky. Es hat 16, aber es ist natürlich kein 100er. Das wäre jetzt zu krass, ey. Okay, Leute, nochmal ein weiteres M sollte das sein. Keine Ahnung, gucken wir mal. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel ich brauche. Egal, Überraschung, 116, Überraschung, 2 Sterne. Komm, wir brauchen bitte wieder ein Lucky. Wir brauchen echt wieder ein Lucky, come on. 213, nee, 2 Sterne, schade. Also, liegt jetzt nicht daran, dass irgendwie meine Pokémon nicht mehr alt sind. Es sind immer noch nur 2 16er. Aber ich glaube, unsere Glückssträhne hat gerade so eine kleine Pause. Aber Leute, wir sitzen hier von mir aus auch 5 Stunden, bis wir fertig sind, ne? Ihr seht ja an der Länge des Videos, wie lange das noch dauert. 520, nicht lucky, 1 Stern, okay. Next one. 521 brauchen wir, nee, doch nicht. 617, das ist nicht lucky. Es hat 2 Sterne, okay. Und was ist es für ein Buchstabe? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich check's echt nicht, was das sein soll. Egal, es hat 2 Sterne. Okay, nochmal der Buchstabe, der aussieht wie ein I, aber der Punkt ist halt in der Mitte. Also hat irgendwie keinen Sinn dann dementsprechend. Egal, ich habe jetzt mir nicht gemerkt, wie viel wir brauchen. 322, es hat 2 Sterne. Schade. Ein weiteres I. Wir brauchen 541. Ah, und wir haben 500. Schade. Okay, ein D. Wir brauchen 643. Komm schon, bitte. D ist auch cool für Dora, der Explorer. Ne? 641 meine ich, ne? Ja, komm, ein Stern. Ist drauf. Okay, ich bekomme noch ein D. Von mir gibt es einen Scherox aus Kroatien aus 2016. Auch ein seltenes Teil dann dementsprechend. Gucken wir mal. 1083 braucht das. Bitte. Wenn das jetzt ein 100er wird, das wird so cool, ey. Ich habe so das Gefühl, wir sitzen hier noch bis übermorgen. Es ist lucky. Ah! Und Elena grinst hier schon. Es ist leider kein 100er. Schade, ey. Endlich mal wieder ein Lucky. Leute, nächster Trade. Boah, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel wir brauchen. Wir lassen uns einfach überraschen. Ein I. Es ist lucky, glaube ich. Nee, doch nicht. Ich habe schon so bei Elena so ein Grinsen gesehen, aber das war leider nichts. So, Leute, nächster Trade. Boah, ich habe echt das Gefühl, dass das echt sehr, sehr schwierig wird. Also, wir hatten ja noch nicht mal jetzt einen 98er oder so dabei, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube, ein 96er war bis jetzt das Beste. Da fehlt halt nicht mehr viel, aber es fehlt trotzdem noch was. Und das zu schaffen, das ist nicht so einfach. Okay, es ist nicht lucky. Schade. Naja. Okay, next incognito und es ist wieder nicht lucky. Naja. Okay, Leute. Oh Gott. Also wir sitzen jetzt hier wirklich schon eine Stunde. Das ist jetzt no joke und es ist kein grünes Licht in Sicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier Cut und wir sehen uns dann gleich wieder für euch, für mich an einem anderen Tag. Hallo Leute, wir versuchen es weiter. Das Video endet, wie gesagt, erst, wenn wir einen 100er bekommen. Wir gehen jetzt hier, oh nee, Mauzi wollte ich nicht machen. Hier den Magma Raid. Da müssen wir noch ein Stück gehen, da ist auch gerade schon wer drin. Krypto Magma, doch nicht? Oh egal, wir machen ihn trotzdem. Let's go. Vielleicht haben wir da Glück, weil ganz ehrlich, wenn das jetzt halt Krypto kein 100er ist, aber wir lösen das und das ist dann ein 100er, würde ich sagen, zählt auch. Kannst schon bereit drücken und dann gehen wir hier direkt rein in diesen wunderbaren Raid. Wir sind übrigens, habe ich gerade schon gesagt, in Barcelona. Genau, da wird es auch coole Videos geben. Vielleicht habt ihr die schon gesehen, vielleicht noch nicht. Ja, City Safari. Ich habe auf jeden Fall Bock, aber jetzt heißt es erstmal noch ein 100er fangen. So Leute, und wir wollen irgendwie keine Steine wasten. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das auch funktioniert ohne Steine, während der rasend ist. Ich weiß gar nicht, ob der down gehen kann. Also Leben verliert er auf jeden Fall, aber jetzt nicht wirklich sonderlich viel. Keine Ahnung, ob man das damit dann auch wirklich noch schaffen kann. Wir testen es einfach, weil ganz ehrlich, dafür jetzt hier die Erlösungssteine einzusetzen, ist, glaube ich, echt ein bisschen wasted. Ja, es war sehr, sehr langsam, aber sicher kommen wir ans Ziel. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, jetzt gehen wir schon sehr, sehr schnell down hier, muss man sagen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die erste Ladung Pokémon hier gleich schon weg ist. Ich weiß gar nicht, ob der auch regeneriert und so. Ich glaube nämlich schon so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Dazu sollten wir es halt nicht kommen lassen. Geht jetzt schon echt ein bisschen schwieriger. Wir haben noch über eine Minute Zeit, also ich denke schon, dass wir das schaffen. Eigentlich ganz, ganz easy, ohne Probleme. Aber ich glaube, Pokémon muss ich jetzt gleich mal wechseln, weil das war mein Vorletzter. Ist und ich glaube, das ist mein letztes. Digga, da bewegt sich jetzt ja gar nichts mehr. Aber der ist jetzt erlöst. Also der ist auf jeden Fall nicht mehr rasend. Das ist schon mal gut. Einfach gebändigt. Let's go. Und dann haben wir den auch mit einer Ult noch. Komm. Perfekt. Jetzt dann auch schon down. Ja, ging ja dann relativ entspannt. Und da haben wir echt eine gute Chance, dass es ein 100er ist, Leute. Wir brauchen die 100er. Ganz, ganz wichtig. Das Traden hat ja schon mal nicht so gut geklappt. Vielleicht klappt es dadurch dann die Tage noch besser, wenn das jetzt heute so nichts wird. Pokémon Go Plus Plus ist natürlich auch in der Tasche. Ich
zeig's euch mal ganz kurz, ist auch die ganze Zeit aktiv. Also selbst wenn wir jetzt hier nicht zocken, fängt das Ding die ganze Zeit Pokémon. Und das ist kein Geheimnis, dadurch habe ich auch durchaus schon das ein oder andere 100er gefangen. Und jetzt schauen wir mal. So, 1648. Ich muss mal gucken, wie viel es bei meiner Freundin hat. Mehr? Weniger? Mehr? Okay. Gut, also das wird leider überhaupt kein 100er. Wir fangen es natürlich trotzdem, keine Frage. Und dann gehen wir mal auf die nächste Jagd. Vielleicht sind Raids eh gar nicht so dumm. Könnte sein. Okay, Leute, wir haben es. Wunderbar. Magma wurde gefangen. Dann machen wir kurz einen IV-Check. Und ja, wow, okay. 15 KP, 13 Angriff und einfach 6 Verteidigung. Ärgerlich, aber egal. Ja, wir gehen mal weiter in die Richtung da vorne hin. Oder da vorne. Egal, es ist eh in beide Richtungen total alles geboostet mit diesen grünen Lockmodulen. Ja, wir schauen einfach mal weiter. Läuft das hier? Ja, ne? Leute, was geht ab? Wir sind hier immer noch in Barcelona. Gesundheit. Ja, nächster Raid. Tanza, Krypto, 3000 WP. Das werden wir in 10 Sekunden erledigt haben. Aber es könnte ja ein 100er sein. Und wir wollen es probieren, Leute. Wir wollen uns die Chance nicht entgehen lassen. Es sind hier übrigens so viele Tauben, die hier rumfliegen überall. Ich weiß nicht, ob man es hinter mir sieht. Ich habe gerade schon ein paar gefilmt. Sehr, sehr krass. Achso, ich muss auch attackieren. Wir sind schon drin. Okay, Tanza Raid wird bestritten. Tanza ist schon down. Digga, das war ja krass. War schon heftig. So, und dann schauen wir mal, ob wir jetzt vielleicht Glück haben und das einfach ein 100er ist. Wenn es ein Krypto-100er ist, dann wäre ja wirklich komplett durchgespielt. Also, da würde ich nicht nein sagen. Ne? 20 Bälle. Ja, auch nicht schlecht. 602. Ah, okay, also sehr unwahrscheinlich, dass meins jetzt ein 100er ist. Also Krypto-100er auf jeden Fall ausgeschlossen, aber eventuell... Ah, schade. Okay, war ein Versuch wert. Egal. Guten Tag, Leute. 2 10-Kilometer Eier gehen auf und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt einfach reinlacken und ein 100er ziehen, weil dann ist das Video zu Ende. Irgendwie habe ich gar keinen Bock, das Video zu beenden. Wäre ja voll cool, wenn das einfach unendlich lange ist. So, wir haben 2x Balgoras und das eine ist ein Ticken besser. Das schauen wir uns mal an. Leider kein 100er. Gut, kurzer Check, ob wir sonst irgendwie... Nee, wir haben keines gefangen. Okay, Leute. 7x 7-Kilometer Ei geht jetzt gerade in der Sekunde auf. Wir müssen die mal schnell skippen, weil, ganz wichtig, oh, ich muss ja gleich die neuen Eier abholen, bevor jetzt mein Ding hier zu viele Pokestops dreht. So, Mehikel, let's go. Sengo nochmal, let's go. Und next one ist ein Relikant nochmal, auch nicht schlecht. Und noch ein Relikant, auch nicht schlecht. Die ganzen Candies, das schmeckt halt richtig, ne? Kaumalat, aber auch nicht shiny leider. Komm schon, jetzt ein shiny. Nee, Mehikel fehlt mir übrigens auch noch ein shiny. Das wäre wirklich, wirklich geil. Gut, wir machen ganz schnell die IV-Checks, okay? Gar nicht. No way. Ein 100er Sengo. Ich glaub's nicht. Und damit endet auch übrigens das Video, was ihr hier gerade guckt.